Du bist wieder herzlich eingeladen zu einer Ermutigungszeit mit Gottes Haus, von wo auch immer du zugeschaltet bist. Ja, herzlich willkommen heute Abend. Aber das Wichtige ist, dass du dein Herz aufmachst für den Herrn, dass Jesus in dein Herz hineinsprechen kann, dass Ermutigung vom Angesicht Gottes in dein Leben hineinkommt, in deinen Alltag, in die Herausforderungen, die wir alle erleben in diesen Tagen. In der Tat, ja. Ja, okay. Ja, ich starte mal gleich, und zwar, viele von euch werden es mitbekriegt haben. Deutsches Gericht verurteilt Holocaust-Überlebende zu Zwangsimpfung. Das war etwas, was in dieser Woche in den alternativen Medien rundging, und zwar Inna Zvanteskaya ist 85 Jahre alt, lebt in Stuttgart, und ja, es gab einen eigentümlichen Gerichtsfall, wenn ich es mal sehr höflich formulieren darf, in dem sie nämlich zwangseingewiesen wird in eine geschlossene psychiatrische Institution und auch gleich zwangsweise geimpft wird, zweimal gegen Corona. So ja, wurde das per Gerichtsbeschluss einfach durchgesetzt. Die Dame ist nicht ganz unbekannt, sie gilt in Russland als Komponistin. Sie wurde auch von einem englischen Institut, dem Cambridge Biographical Center, was auch immer das ist, immerhin im Jahr 92 zur Frau des Jahres gekürt. Und hier haben wir einen Fall von glasklarer medizinischer Zwangsbehandlung im Jahr 2023 in Deutschland. Die Dame sollte dort bis maximal Ende 2024 in der psychiatrischen Klinik bleiben. Ja, warum? Weil sie sich bis jetzt wohl offensichtlich nicht hat impfen lassen wollen. Es war gemäß den Ankündigungen dann so, dass sie am 11. Januar abgeholt werden sollte. Und tatsächlich kamen morgens um 7 Uhr zwei Polizeiautos, ein Krankenwagen und so ein Schlüsseldienst. Die haben die Wohnung dann zwangsgeöffnet, aber sie war nicht mehr da. In einer Nacht- und Nebelaktion hatten einige, ja, Leute, vor denen man wirklich sagen muss, Respekt haben muss, wofür die dankbar sind, haben sie abgeholt und in Sicherheit gebracht. Sie ist also momentan auf der Flucht vor den Behörden und der Zwangsimpfung im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Das Ganze wurde von Bodo Schiffmann und vielen anderen aufgegriffen. Wir haben von unserem Dienst aus die Beta aktiviert, haben gesagt, lass uns dafür beten. Inzwischen ist es so, dass also auch zahlreiche deutsche Juristen sich das nochmal genauer angeguckt haben und gesagt haben, das Ding ist völlig unsauber, das widerspricht sich, da ist teilweise nicht mal das Geburtsdatum richtig, teilweise die medizinischen Dinge, Fachbegriffe falsch geschrieben. Die Indikation einer Zwangsimpfung angesichts der offiziell beendeten Pandemie lässt sich weder medizinisch noch juristisch begründen. Alles riecht nach Willkür und Rechtsbeugung und so weiter. So heißt es in der Zeitung. Und einzelne Juristen überlegen wohl, ob sie dort jetzt auch dagegen angehen und das vor Gericht bringen wollen. Ob das dann aufgegriffen wird oder sowas, das darf man natürlich bezweifeln. Auf jeden Fall zeigt das, wie Deutschland sich verändert hat. Wie Dinge heute, die vor kurzem vollkommen undenkbar waren, einfach durchgesetzt werden. Nach unserem Wunsch und auch unserem Gebet ist es, dass die Verantwortlichen das, was sie gesät haben, selber ernten werden. Und hier haben wir jetzt einen Fall bei dieser Holocaust-Überlebenden, die war im gewissen Sinne prominent, die hat dann Fürsprecher gehabt. Wir wissen nicht, wie viele Leute verschwunden sind, eingeliefert worden sind, beseitigt worden sind, von denen man vielleicht niemals was gehört hat. Wir wissen nicht, ob sowas nicht vielleicht schon seit längerem einfach zum Standard in Deutschland gehört. Auch ein Gebetsthema und ein ernster Punkt in unserem Land, wo man sich fragen darf, was passiert hier eigentlich? Also es berührt uns ja deshalb auch als gläubige Menschen als Kinder Gottes, dass jemand, der aus dem jüdischen Volk ist, in seiner Abstammung und Herkunft, in dieser Weise in unserem Land, nach unserer Geschichte, mit dem, wo wir uns ja immer so positioniert haben, dass das auf gar keinen Fall wieder so geschehen darf, dass das genau so durchgesetzt werden sollte. So, wir sind sehr... Also eine medizinische Zwangsbehandlung von jemandem, der in Deutschland lebt und den Holocaust überlebt hat, das ist ein unvorstellbarer Skandal. So, lass uns mit da reinbeten, einfach um den Schutz von dieser Person und den Personen, die ähnliches Schicksal vielleicht haben. Aber auch die, die sie in Sicherheit gebracht haben. Ja, und weißt du, manche Sachen betreffen uns alle. Und manche Sachen müssen wir uns im Gebet wirklich auch zu eigen machen, dass wir da reinbeten. Ja, jetzt habe ich eine gute Nachricht. Ja. Und zwar, es ist in wenigen Tagen soweit und wir haben endlich unser Auslieferungslager in der Schweiz aktiv. Halleluja. Das heißt, du kannst hier unseren Glaubensschule, der Weg, kannst du dort, also kannst du bestellen und bekommst sie direkt aus der Schweiz zugestellt. Kein Zoll, kein Kram mehr, das ist ein sehr großer... ja, einfach Hickhack immer gewesen. Ja. Du kannst es direkt in beliebiger Stückzahl in der Schweiz bestellen. Das heißt, du nutzt einfach unsere Webseite, schreibst das rein und wir freuen uns, wenn wir jetzt reichlich die dazu schicken können, beziehungsweise auch hier unsere kostenlosen evangelistischen Broschüren. Das ist auch, gilt auch für Österreich. Wir haben auch in Österreich ein Auslieferungslager, sodass wir da also ganz happy sind, dass wir jetzt in der Lage sind, das wirklich viel leichter raushändigen zu können. Wir haben viele Tausend übrigens davon gedruckt. Wenn du den Eindruck hast, dass du für eine Arche, für ein Projekt das entsprechend nutzen willst, für vielleicht ein Hauskreis, für Schulungsmaterial, wirklich, wir schicken es dir sehr gerne zu, kostenfrei, jetzt wie gesagt auch Halleluja, ohne irgendwelche Versandkosten oder sonst was, fühl dich frei, es einfach bei uns zu bestellen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für alle, die da rein investiert haben, die gegeben haben mit ihren Finanzen, dass das so in dieser Form möglich geworden ist. Halleluja. Und viele Menschen segnet. Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die gerade erst im Lauf gestartet sind, in dem Glaubenslauf. Von anderen, die sagen, oh, ich habe so viele Themen da wiedergefunden, wo ich nach Antworten gesucht habe. Und so sind wir darüber begeistert, dass wir das auf die Wege bringen konnten. Und es ist noch kein Ende in Sicht, oder? Ja, es ist kein Ende in Sicht, aber wir haben ja noch viele Zehntausende davon da. Darf ich das mal geben? Richtig, Okay, Halleluja. Genau, du startest jetzt auch in etwas Wichtiges, wo wir uns jetzt platzieren können, wo wir Platz nehmen können. Und ich bin sehr gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Jawohl, Halleluja. Die Sache ist ja die, wir befinden uns im Jahr 2023 und wie ich vor kurzem schon mal gesagt habe, gibt es natürlich Leute, die haben Horror mit der Zahl 23, weil es ist eine Zahl, die natürlich im Okkultismus eine gewisse Rolle spielt, bei Freimaurerei, Illuminaten. Es ist eine Zahl, die für den Tod steht und so weiter. Und das kommt aus folgendem Grund. Schau, die 7 ist eine Zahl, die für Vollkommenheit steht. Und die 6, also 1 weniger, ist dann eben Unvollkommenheit, ist in dem Fall die Zahl des Menschen. Die 12 steht auch für eine gewisse Form von Vollkommenheit und die 11 darunter ist auch wieder eine sehr negative Zahl. Das ist eine Zahl wie beispielsweise die Jünger dann ohne Judas, ne, den Verräter. Und genauso ist es mit der 2 mal 12, der 24, ich denke an die 24 Ältesten beispielsweise, da ist dann 1 drunter ist auch wieder eben Unvollkommenheit und das drückt sich eben da in dieser Zahl 23 aus. Ich nehme das nicht so sehr ernst, weil es ist nur unsere Jahreszählung, die nicht weiter biblisch relevant ist. Aber selbst wenn, wir haben eine super grandiose, gigantische begeisternde Gegenproklamation, nämlich Psalm 23. Und von verschiedensten Seiten wirst du wahrscheinlich schon gehört haben, dass Psalm 23 das Ding für dieses Jahr ist. Amen. Das sehen wir genauso. Psalm 23. Heute spreche ich mit dir über den Tisch, der dort erwähnt wird. Jahwe ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Hause Jahwes lebenslang. Halleluja. Viele, viele von uns kennen das auswendig. Ich denke mal, es ist überhaupt auch unter Leuten, die mit dem Christentum nicht viel zu tun haben oder nur so angehaucht sind, das, was am allerbekanntesten ist. Ich möchte das in der Übertragung von Martin Buber vorlesen. Martin Buber war ein Jude, der das auf eine ganz andere Weise versucht, ins Deutsch zu bringen. Und also sein Versuch war, das so rüberzubringen, wie es im Judentum irgendwie sich anschmecken würde, würde ich mal sagen. Er ist mein Hirt, mir mangelt's nicht. Auf Grastriften lagert er mich. Zu Wassern der Ruhe führt er mich. Die Seele mir bringt er zurück. Was für eine eigenartige Formulierung. Die Seele bringt er mir zurück. Er leitet mich in wahrhaftigen Gleisen, um seines Namens willen. Auch wenn ich gehen muss durch die Todschattenschlucht, fürchte ich nichts Böses. Denn du bist bei mir. Dein Stab, deine Stütze, die trösten mich. Du rüstest den Tisch mir meinen Drängern zugegen. Streich das Haupt mir mit Öl, mein Kelch ist genügen. Nur Gutes und Holdes verfolgen mich nun alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück zu deinem Haus für die Länge der Tage. Du merkst, da ist schon so ein ganz anderer Geschmack drin, das kommt schon ein bisschen anders rüber. Und ich finde es interessant, wie er hier das mit den Drängern bezeichnet, als Feinde, ne? Oder dass man durch diese Schlucht gehen muss, ja, dass man dort hindurchgeführt wird und dass Gutes und Holdes uns regelrecht verfolgen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, und ich möchte dir einige Dinge zu diesem wirklich bemerkenswerten Psalm einfach weitergeben. Guck, im ersten Teil wird ja der Herr als Hirte beschrieben. Das ist ganz offensichtlich, ne? Jesus bezeichnet sich als der gute Hirte und er knüpft damit an diesen Psalm an. Und der Psalm war zu seiner Zeit, zu Jesu Zeit, schon 1000 Jahre alt, ne? Und es ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Psalmen. Und wenn wir uns in der Bibel anschauen, wer sind die bekanntesten Personen für Hirten, dann haben wir tatsächlich David, den Verfasser dieses Psalms, und natürlich Jesus. David und Jesus sind die Hirten. Im zweiten Teil des Psalms ist dann Gott der Gastgeber, der uns an seinen Tisch lädt. Und in beiden Fällen geht es um unser Vertrauen, dass Gott uns versorgt und führt und auf unserem Lebensweg mit den verschiedenen Herausforderungen einfach gut leitet. Auffällig ist natürlich in diesem Psalm dieser sehr geniale Wechsel von der Anrede. Im ersten Teil hast du dieses Er und ich. Jahwe ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Okay, hier spricht also der Psalmist, also David, über Gott und Beziehung, wie Gott ihn leitet und so weiter, aber er spricht über Gott. Und dann wechselt das, und zwar genau in dem Moment, wo es um die Gefahr geht, wo diese Schlucht, dieser Tal des Todesschattens auftaucht. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Auf einmal wechselt es ins Du. Er spricht nicht mehr über Gott, sondern er spricht direkt zu Gott. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Merkst du, was das für eine interessante Spannung ist? Gerade im Moment, wo die Gefahr auftaucht, wendet er sich in einer ganz anderen, ich sag mal, Intensität an Gott. Und dann im letzten Vers, Vers 6, dann switcht das nochmal ein bisschen, dann geht es nochmal, dass er wieder Jahwe erwähnt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus Jahwes lebenslang. Das ist so, jetzt nicht ganz so distanziert, nur über ihn gesprochen, aber interessant formuliert. In anderen Handschriften heißt es, ich werde wohnen im Haus Jahwes lebenslang. Was schön ist bei diesem Psalm ist, es fängt an mit Jahwe ist mein Hirte und endet mit ich werde wohnen in seinem Haus lebenslang. Es endet und es beginnt mit dem Namen Gottes, mit dem Gottesnamen. Das ist richtig darin eingepackt, dieser ganze Psalm. Und dann ist da natürlich noch dieser Aspekt der Bewegung drin, unterwegs sein. Ja, das menschliche Leben als Weg. Ne? Der ist unterwegs zu grüner Weide, ja, zu Wasser, da ist von den Pfaden der Gerechtigkeit die Rede. Und er wandert eben durch dieses Tal, durch diese Schlucht. Unterwegs sein, in Action sein. Wie gesagt, dann taucht dieses Problem auf, diese Lebensgefahr und so weiter. Doch dann letztlich kommt er an dem Tisch des Herrn zur Ruhe und schließlich wohnt er lebenslang im Hause Jahwes. Ich glaube, es gibt keinen Psalm, der mehr Menschen zum Segen und zum Trost geworden ist als dieser. Es gibt grandiose Psalmen, aber dieser hier, dürfte ich vermuten, ist wirklich einfach auch von der Griffigkeit, wie er unser Herz erreicht, ist wirklich wahrscheinlich die Spitze. Wenn wir dann weiterschauen, dann wird das Stecken und Stab erwähnt, korrespondiert dann mit Güte und Gnade. Was ich interessant fand, war Folgendes. Der Begriff Hirte, der hier verwendet wird, ist für uns natürlich so, wir haben da alle so unser Bild und unsere Vorstellung, aber wusstest du, dass das vor 3000 Jahren im Zweistromland auch ein Herrschaftstitel war? So wurden Herrscher angesprochen, also teilweise. Die wurden als Hirten bezeichnet, ist nachweisbar. Ein Herrschaftstitel. Das Bild von Herde und dem Hirten gibt es auf der ganzen Welt, ist für jeden Menschen leicht nachvollziehbar, damals wie heute. Wir finden in der Bibel natürlich diverse Hirten. Mose als Hirte, David als Hirte, die ja, Leiter und Führer in Israel werden als Hirten teilweise bezeichnet. Auch übrigens Kyros, ja, wird als Hirte bezeichnet, Jesaja 44, 28, der Perserkönig. Und natürlich der kommende Messias, der als Hirte gesehen wird. Und sogar Gott selbst wird als Hirte bezeichnet, der seine Schafe weidet. Das heißt, der seine Schafe regiert. Wie gesagt, es geht hier auch um Herrschaft, einen Herrschaftstitel. Es geht hier um Autorität, es geht um den Aspekt von Regentschaft, Führung und Leitung. Israel wird als Gottes Herde bezeichnet im Psalm 77, Vers 21. Das heißt, wenn es hier um den Hirten geht, dann haben wir also zum einen tatsächlich den Anspruch an Herrschaft und Leitung, die er wahrnimmt, aber gleichzeitig auch seine Verpflichtung, sich eben um die Herde zu kümmern, sie zu versorgen und für Ordnung und Schutz und so weiter zu sorgen. Jetzt musst du wissen, in dieser ganzen Region dort im Nahen Osten ist es natürlich nicht wie bei uns. Hier hast du das ganze Jahr über im Grunde genommen Wiese an Wiese an Wiese an Wiese und eine Schafherde, ja, die wechselt im Grunde genommen mal die Weide eben und alles ist super. Das ist damals nicht so gewesen. Es wurde über den Sommer natürlich immer trockener, immer dürrer. Der Boden wurde immer brettartiger, weil über den Sommer dort in Israel eben überhaupt kein Regen fällt. Und ja, die Hirten waren dann unterwegs und sie mussten von Weidefläche zu Weidefläche gehen. Das waren dann in Tälern, in Senken oder irgendwo, wo eben Wasser war, ne? Und um dahin zu kommen, mussten sie eben über dürres Land gehen oder über, ja, vielleicht sogar einen Wüstenweg, vielleicht sogar einen gefährlichen Weg, vielleicht sogar eben ein Tal oder eine Schlucht, ne? Er muss seine Herde vorantreiben, um zur nächsten Weide zu kommen. Und das ist genau das Bild, was hier aufgegriffen wird. Das ist genau das, worum es hier geht, wenn es um dieses Führen auf rechter Straße geht. So, der Hirte hat seinen Stecken, das sind eben sein Hirtenstab. Es heißt, dass jeder seinen ganz besonders geschnitzten Hirtenstab hat und dass die Schafe eben dem gefolgt sind. Auf jeden Fall hat dieser Stab, war für sie auch ein Zeichen gegen die Angst, weil wenn irgendein Viech oder sonst was gekommen ist, dann konnte der Hirte sich natürlich auch damit wehren oder eben seine Schafe, für Sicherheit sorgen. In dem Moment, ich habe es gerade schon gesagt, wo die Gefahr auftaucht, wo es durch diese Schlucht geht, wo der Todesschatten auf einmal auftaucht, da switcht das. Da switcht es von dem Reden über Gott zum Reden mit Gott. Jetzt wird es ernst, jetzt wird es persönlich, jetzt geht es nicht mehr darum, so und so ist Gott, sondern jetzt geht es darum, hier, ich brauche dich. Du musst mir jetzt nah sein, ganz nah, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Jetzt trösten sie mich. Und genau das führt dazu, dass Jahwe dann eben der Gastgeber ist, als Gastgeber erscheint. Und das ist ja schon ein schrilles Bild, ja? Der Hirte, der sozusagen seine Schafe beweidet. So ein bisschen Humor steckt da schon drin, ne? Ein Schaf, das am Tisch seines Hirten sitzen darf, von ihm bewirtet wird und dann sogar mit ihm unter einem Dach wohnen darf. Es war üblich, vornehme Gäste mit Salböl zu begrüßen, zu übergießen. Das wird hier aufgegriffen. Ja. Der Tisch ist reich gedeckt, es wird voll eingeschenkt. Eine Fülle von interessanten Bildern der Versorgung, des Segens, der Sicherheit. Wir sind nicht nur seine Schafe, wir sind nicht nur seine Herde, die er leitet, sondern wir sind auch seine geliebten, geehrten Gäste, die er persönlich bewirtet und bedient. In Vers 6 dann, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens, taucht natürlich eine gewisse Spannung auf, denn gerade im Ding vorher haben wir ja gehört, da gibt es Feinde, da gibt es dieses Tal des Todesschattens. Und genau das ist eben diese Spannung. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen alle Tage unseres Lebens in schwierigen Situationen, in Herausforderungen, in Phasen, wo es mal eben durch die Dürre geht, wo eben vielleicht gerade im Moment nicht fette, üppige Weide da ist. Es geht ja gerade darum, dass wir mit dem Herrn weitergehen. Das heißt, wir müssen verstehen, dass seine Güte, seine Gnade, seine Versorgung nicht davon abhängig ist, ob wir uns gerade super fühlen, sondern dass er das im Blick hat und uns leitet und führt. Egal, was auf unserem Weg geschieht, egal, wie die Situation aussieht, wir müssen wissen, seine Güte, die folgt uns sozusagen auf den Fersen, die jagt uns regelrecht nach. Eine Abwandlung dieses Psalms ist der englische Seemannspsalm. Der scheint relativ bekannt zu sein im Englischen und den gibt es so seit vielleicht 150 Jahren. Eine Übertragung einfach in die Seefahrt. Das Ganze hilft, das nochmal von einem etwas anderen Aspekt zu sehen und ich fand es ziemlich bemerkenswert, wobei inhaltlich ist das genau die gleiche Aussage. In Deutsch. Der Herr ist mein Lotse. Ich werde nicht wegtreiben. Er leitet mich durch die dunkle See, dass ich nicht auflaufe. Er gibt mir neue Kraft und hält mich auf dem rechten Kurs um seines Namens willen. Und geht es durch Unwetter und hohe See, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Deine Liebe und Treue sind mir Schutz. Du bereitest mir einen Liegeplatz in der Ewigkeit. Du beschwichtigst die Wellen mit Öl und lässt mich sicher segeln. Dein Sonnen- und Sternlicht begleiten mich, wohin ich auch fahre. Und am Ende meiner Reise werde ich Ruhe finden im Hafen des Herrn. So, und der Hauptfokus, um den es mir heute geht, ist, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ja, angesichts, also gegenüber meiner Feinde. Es sind meine Feinde. Ne? Die Aussage ist sehr interessant. Das beinhaltet nämlich, dass sie sagt, du hast Feinde. Es gehört dazu, dass du Feinde hast. Ich möchte dir ein Bild zeigen, das hat Peter gemalt und uns zugeschickt. Das ist, wie er sich das vorstellt mit dieser Situation hier, mit diesem Tisch angesichts der Feinde. Hier siehst du, da hat er den Feind als einen Drachen dargestellt. Und ja, da die ganze Family ist bestens versorgt und eben der Drache hat keine Möglichkeit, sie zu attackieren. Du hast Feinde. Wir haben Feinde. Mächte, die gegen uns stehen. Was könnten das für Feinde sein? Was sind die Feinde in unserem Leben? Einige Feinde, die mir eingefallen sind. Trauer, Depression, Angst, Verzagtheit, Armut, finanzielle Probleme, Schulden, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit oder Isolation. Beziehungsprobleme mit allen möglichen Kindern, Ehepartnern, Eltern, Geschwistern, im geistlichen Bereich. Ungerechtigkeit, Betrug, belogen werden, vielleicht sogar Verfolgung, wie in dem Fall von dieser Holocaust-Überlebenden. Mobbing, Ausgrenzung, traumatische Dinge, die uns begegnet sind, Krankheit, Schmerzen, Gebrechen. Zum Beispiel Krebs, Diabetes, Herzprobleme und so weiter. Sucht und Gebundenheit, Blockaden, Barrieren, Hindernisse und so weiter und so weiter. Dinge, die unser Leben, ja, schwierig machen, zäh machen und es uns rauben wollen. Feinde eben. Feinde, die auftauchen, Feinde, denen wir gegenüberstehen. Letztlich ist immer der Feind, der dahinter steht und der diese Dinge, dämonische Bindungen, dämonische Aktivitäten, falsches Denken und gegen uns aktiviert. Und ich möchte dich mal reinnehmen in so eine Sache, wie ich mir das so vorstelle. Ja, so ganz plastisch. Stell dir vor, du bist tatsächlich unterwegs. Da ist jetzt so eine Schlucht, so sagen wir mal wie so ein Canyon. Unten ist so ein Sandboden. Rechts und links gehen die Steilwände hoch. Es ist dunkel, unten kommt nicht so viel Licht an. Ja, du siehst so ein bisschen, wie es da vor dir weitergeht, aber es ist bedrängend. Was kommt auf dich zu? Du weißt es nicht genau. Aber du weißt, du musst da durch. Du musst da durch. Du kannst nicht irgendwo zurückgehen. Du weißt, ja, dieser Weg führt mich in mein verheißenes Land. Ich muss da hindurch. Aber es ist eine öde Situation. Es ist Wüstensituation. Es ist schwierig. Es ist nachts eiskalt. Es ist tags vielleicht kochend heiß. Ja, keine echte Versorgung in Sicht. Und dann sagst du eben durch diesen Weg, durch das Tal des Todesschattens, Herr, hier brauche ich dich. Ja, du guckst, wo ist deine Hand, die ich greifen kann. Hier muss ich mich festhalten. Vielleicht ist es ein elendes Dahinschleppen in dieser Phase. Es ist so unwirklich, so lebensbedrohlich, so lebensfeindlich. Vielleicht bist du sogar ganz allein. In dieser Dürre, dieser Ödnis, dieser Wildnis, durch die du da gehst. Weißt du, so ist es, was viele, viele Leute als Lebenserfahrung haben, was die Lebenssituation ist, auch von Christen. Sie sind sich wie in einer Wüste, finden sie sich. ja, eine Wüste ihres Lebens. Sie wissen, ja, irgendwie ist da ein Land der Verheißung, irgendwie komme ich da hin, aber ich muss jetzt hier durch und es ist schwierig. Schritt für Schritt quälen sie sich vorwärts und schleppen sich durch diesen bedrohlichen Canyon. Kein Grünes, kein Leben. Vielleicht pfeift der Wind und treibt dir die Sandkörner so ins Gesicht. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum soll ich hier eigentlich noch weitergehen? Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist doch das soll das sein, was Gott mir verheißen hat. Warum soll ich nicht einfach aufgeben? Warum soll ich mich nicht einfach hinsetzen? Warum soll ich nicht einfach liegen bleiben? Warum weitermachen? Warum weiterleben? Vielleicht fragt sich das der eine oder andere. Und dann siehst du, während du dich da weiter voranschleppst, auf einmal macht diese Schlucht eine scharfe Biegung und du kommst um die Ecke und auf einmal bietet sich ein komplett anderes Bild. Du bist erstaunt, du bist verblüfft, eine unerwartete Wendung. Auf einmal weichen die Felsen zurück und es gibt einen großen freien Raum, eine große freie Fläche. Du trittst aus dieser engen Schlucht heraus und du siehst etwas. Und du traust deinen Augen nicht, du reibst sie und denkst, was ist denn das? Das ist ja so unrealistisch, das ist ja sonderbar, was kann das denn hier sein? In einiger Entfernung vor dir, feinster Sandboden, steht eine riesige Tafel. Du guckst nach rechts, du guckst nach links. Ja, sie ist so lang, wie du es dir nur vorstellen kannst. Kannst das Ende nicht sehen. Ganz fantastisch. Weiße Tischdecken, die sich sanft im Wind wiegen. Überall glänzt und funkelt es. Das ist Silber. Ein Kristall, es ist überall poliert. Ja, sieht aus, als ob das größte aller Feste da stattfinden soll. Zahlreiche Karaffen mit herrlichen Getränken aller Art, auserlesene Speise, Früchte, was du dir nur vorstellen kannst. Schier unvorstellbar, mitten in der Wüste, mitten in der Ödnis. Ein Tisch, den Gott dir bereitet hat. Gott mit seinen Ressourcen und seinen Möglichkeiten. Es ist unfassbar. Die Segnung Gottes, die dort dir zur Verfügung stehen. Weißt du, dass die Bibel sagt, dass dir alle Segnungen der Himmelswelt gegeben sind? Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Es ist alles da. Es ist alles da. Und mitten in dieser ätzenden Wüste, in dieser Trockenheit, in diesem Dahinschleppen, wo du die letzte Weide schon lang hinter dir gelassen hast, ja, auf einmal das. Du bist völlig perplex. Und du staunst und irgendwie beginnst du langsam zu ahnen, was es heißt, wenn es in Johannes 1, Vers 16 die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Schau, mitten in den Problemen, da ist die Versorgung. Mitten in den Herausforderungen, da ist der Segen. Mitten in der Wüste, da ist die Fülle. Und mitten in der Wüstenzeit, da findest du den Zugang zu ihr. Mitten in der Bedrängnis, da ist der Überfluss. Und das ist gerade für die Zeit, in die wir jetzt hineingehen, in diesem Jahr 2023, eine wichtige Botschaft. Deshalb ist auch der Psalm so wichtig für uns. Mitten in dem ätzenden, dunklen, schwierigen. Da ist der Herr mit uns mittendrin. Und er kann Dinge tun, die alles, was wir uns vorstellen, weit, weit, weit übertreffen. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein göttliches Prinzip. Das begegnet uns immer wieder. Und daraus ist etwas, was leider so wenige Menschen erfassen. Ein riesiges Buffet mitten in der Wüste, mitten im Tal des Todesschattens. Was für ein schriller Gegensatz. Schau mal, was die Bibel uns hier vorschlägt als Bild, ist schrill. Ein wirklich schriller Gegensatz. Alle Segnungen sind genau dort im Tal des Todesschattens für dich da. Aber weißt du was? Nehmen musst du sie. Gott zwingt dich nicht. Gott stopft dir das nicht irgendwie in den Mund mit Gewalt. Nur Kleinkinder werden gefüttert. Das gilt auch im Geistlichen. Du kannst vor dem grandiosesten Buffet, verhungern. Du kannst vor all diesen wunderbaren Getränken verdursten. Und das ist leider Realität im Leben sehr vieler Kinder Gottes, weil sie nie gelernt haben, zu nehmen, aktiv zu nehmen von dem, was Gott für sie hat. Deshalb ist es so wichtig, dieses I receive. Ich nehme das, ich empfange das, was Gott hat, aktiv. Und gucken sich das an und denken irgendwie, jetzt muss was passieren. Nein, du bist jetzt gefordert, du musst nehmen. Gott stopft es dir nicht einfach so in den Mund. Und so viele Kinder Gottes sind mit so wenig in ihrem Leben zufrieden, wo gleichzeitig Gott solch einen gewaltigen Tisch für uns aufbaut. Weißt du, das ist ähnlich wie wenn der Herr sagt, ich trainiere dich, ich bin dein Coach, dein Ermutiger, dein Trainer, dein Ausrüster, dein Lehrer, aber laufen musst du, vorangehen musst du, kämpfen musst du. Ich stehe dir zur Seite, ich bin dabei, aber in Action kommen musst du. Wenn du nicht dich bewegst, passiert nichts. Ja? Der Herr sagt, ich helfe dir. Ich gebe dir Impulse, ich gebe dir Training, ich gebe dir Informationen, Waffen, Erkenntnis, alles Mögliche. Worte, Offenbarung. Ich gebe dir Geist, ich gebe dir alles. Aber mach was. Komm in Action. Kämpfen musst du. Wenn du nichts tust, wird nichts passieren. Wie Reinhard Bonk immer so schön gesagt hat, Gott geht mit denen, die vorangehen, aber er sitzt nicht mit denen, die sitzen. Sei im Glauben aktiv. Sei im Glauben aktiv und in diesem Fall, in diesem Psalm 23, nimm das, was Gott für dich hat. Nimm das, was Gott für dich hat. Er hat viel, viel mehr für dich, als du bis jetzt erfasst hast. Er bietet dir Grandioses an, gerade in blöden Zeiten. Und du darfst dich bedienen und du sollst dich bedienen. Es ist für dich. Und jetzt in diesem Bild trittst du jetzt langsam in Richtung auf diesen genialen Tisch zu und bist völlig perplex. Das ist ja genial. Das ist ja unfassbar. Das ist für dich. Mitten im Tal des Todesschattens dieser gewaltige Tisch. Du stehst da und du staunst über die Herrlichkeiten. Und jetzt werde ich dir mal ein paar Sachen sagen, die du dort auf diesem Tisch finden kannst, was der Herr da für dich aufgedeckt hat. Dinge, die für dich sind und die du dir nehmen darfst, wenn du sie denn tatsächlich nehmen tust. Dinge wie beispielsweise Kraft, Stärke, Segen aller nur denkbaren Art, Gesundheit, Heilung, Wiederherstellung, Erneuerung, Liebe, Hoffnung, göttlicher Friede, sein Shalom, Schutz, Bewahrung, Sicherheit. Auf einem wirklich anderen Level, als die Welt es das bieten kann. Ne? Völlige Versorgung in jedem Bereich. Übernatürliche Zeichen und Wunder. Glaube, Krafttaten, Herrlichkeit. Weisheit in jeder nur denkbaren Art, wo immer die gerade gebraucht wird. Verständnis. Kreativität, Klarheit, gerade in Zeiten von Chaos, Verwirrung und Lüge, erneuerter Sinn, ja sogar Christi Sinn, ihn hören zu können, ihn sehen zu können, alle Arten von Geistesgaben, darunter die wichtige Gabe der Unterscheidung der Geister, Zungenrede, Prophetie, Erkenntnis und so weiter. Effektivität in dem, was du tust, Erfolg. Die notwendige finanzielle Versorgung. Verständnis deiner Berufung. Das ist ein Punkt, über den Sigrid gleich sprechen wird. Deine Identität, deine Autorität. Verständnis, dass du König, Priester und Prophet bist. Verständnis, dass du Botschafter an Christi Stadt bist. Was schon aufgedeckt ist. Befreiung, Vision, Durchbruch, vielleicht Beförderung. Freude, Mut, Entschlossenheit, ein gesundes Selbstbild, ein gesundes Gottesbild, gesunde Beziehungen, gute Freundschaften, Autorität, Sieg, Trost, Gerechtigkeit, vielleicht Ehepartner und Kinder, die du dir schon lange wünschst, geheilte Emotionen, Sieg über Sünde, Sucht oder sonst was, echte Freiheit, Freiheit zum Beispiel von Todesfurcht, von Angst, von Sorgen, von negativen Gedanken, von Zorn von Albtraum oder. Ein Tisch brechend voll mit derartigen Segnungen. Vielleicht fällt dir noch mehr ein. Es ist da für dich. Der Herr hat es dort für dich. Gerade in der Phase, wo es bedrängt ist, ist es für dich da. Und der Punkt ist, du musst es einfach nur nehmen. Er hat es für dich dort aufgedeckt. Wie genial ist das denn? Überwältigend, grandios, besser als du es überhaupt erahnen konntest. Yes! Und dann erschreckst du. Es ist so richtig etwas, was dich zum Erstarren fast bringt. Auf einmal siehst du sie. Die Feinde. Die Feinde. Huch! Hier ist der geniale Tisch, aber da sind auch die Feinde. Die Feinde sind da. Hilfe! Und zwar erschreckend nahe. Gar nicht weit weg stehen sie, wie an einer Schnur aufgereiht, an einer Linie. Und sie sehen entsetzlich aus. Sie sind voller Hass. Die geifern, voller Niedertracht, voller Bosheit. Sie wollen dich vernichten. Ja, sie wollen dich real vernichten. Am besten richtig zerfleischen. Sie hassen dich, sie wollen sich auf dich stürzen. Aber sie können eben nicht über diese Linie treten. Eine Linie, die gezogen ist, eine Trennung. Sie können nicht an die rankommen. Eine Linie mit dem Blut Jesu. Sie glotzen mit ihren blutunterlaufenden Augen. Sie kochen vor Wut und schierer Verzweiflung. Sie sabbern. Aber sie können nicht an dich rankommen. Weißt du, viele Christen sind so naiv, dass sie über die Linie in den Bereich treten, wo der Feind ist. Aus welchen Gründen auch immer. Oder sich verführen lassen. Da gibt es ein gutes Bild. Und zwar war das von diesem brüllenden Löwen, ja, also der Feind als brüllender Löwe. Und hat ein Prediger mal gesagt, naja, du musst dir das so vorstellen, da sind Gitterstäbe und die sind relativ weit auseinander. Der eng, also das ist zu eng, dass der Löwe raus kann, aber es ist zu weit für uns, also so weit, dass wir hindurch können. Ja, das ist so eine relativ groß, dass der Löwe nicht raus kann, aber wir die Möglichkeit haben, hineinzugehen. Und er versucht uns hineinzulocken in sein Gefängnis. Und dort kann er uns schädigen. Und das machen viele Christen, weil sie aus welchen Gründen auch immer auf seine Einflüsterung und sowas sich einlassen. Das ist eine Gefahr, über die Linie zu treten und ja, dem Feind zuzulassen, dass er uns schädigen kann. Das ist hier in diesem Psalm jetzt allerdings nicht das Bild, sondern das Bild ist, die Feinde sind da und angesichts der Feinde ist die Versorgung des Herrn gewährleistet. Und du musst dir nur vorstellen, wie sie da stehen. Ja, wie in dem Bild von dem Peter, da war es der Drache. Ja, wenn ich mir das anschaue, sehe ich eine ganze Reihe von Feinden, die da stehen, glotzend mit blutunterlaufenden Augen, voller Hass und gleichzeitig ohnmächtig. Komplett ohnmächtig, sie kommen nicht an dich ran. Ja, der Tisch ist da, die Feinde sind da und du bist da. Die Feinde konnten nicht verhindern, dass du hierher gekommen bist, geleitet durch deinen Hirten. Sie konnten nicht verhindern, dass er dich durch diese Schlucht hierher führt. Sie konnten nicht verhindern, dass du den Tisch siehst. Sie konnten nicht verhindern, dass du was nimmst von dem Tisch. Aber weißt du was? Sie werden es versuchen. Sie werden versuchen, in den Möglichkeiten, die sie jetzt haben, dich davon abzuhalten, von diesen reichhaltigen Segnungen, dich zu versorgen und zu bedienen. Wie läuft das? Das stelle ich mir so vor. Du stehst jetzt vor diesem gewaltigen Tisch. Du siehst dich um. Ach, das ist ja fantastisch. Das ist ja grandios. Du gehst so ein Stück am Tisch entlang. Unfassbar. Und das habe ich mir schon lange gewünscht. Ne? Und dann streckst du deine Hand aus und willst etwas nehmen. Und in dem Moment, wo du es greifen willst, zuckst du zusammen, weil ein gellender Aufschrei kommt. Ein gellender Schrei. Das ist nicht für dich. Finger weg. Du bist völlig überrascht, trittst einen Schritt zurück, bist irritiert. Hey, irgendeiner deiner Feinde hat geschrien. In dem Moment, wo du es dir nehmen wolltest, der hat geschrien, das gilt nicht für dich. Du darfst das nicht haben. Aha. Das ist die Art, wie der Feind dich von den Segnungen abhalten will. Er sagt, das ist nicht für dich. Du darfst diese Segnung nicht nutzen. Du darfst dich nicht danach ausstrecken. Das, was Gott dir gibt, ist gar nicht für dich. Und da gibt es verschiedene Spielchen, wie der Feind uns versucht, von dem abzuhalten, was Gott für uns bereit hat. Du brauchst es nur zu nehmen und es ist deins. Aber der Feind kreischt dazwischen. Und leider hören viele von uns sehr genau auf dieses perfide Schreien des Feindes. Du gehst ein paar Schritte weiter. Ah, super, wieder was Grandioses, genial. Das ist doch was, was schon lange etwas ist, wonach dein Herz verlangt. Du streckst deine Hand aus und wieder so ein Schrei. Das nicht, das hast du nicht verdient. Dazu bist du nicht heilig genug. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Du gehst am Tisch entlang, willst dir was nehmen. Und in dem Moment, wo du deine Hand danach ausstreckst, kreischt der Feind auf dich ein. Du hörst seine scharfe Stimme, der dir verbietet, es zu nehmen. Du bist nicht gut genug, du bist nicht rein genug, du hast nicht genug gebetet, nicht genug gearbeitet, nicht genug gefastet, nicht genug Bibel gelesen, nicht genug evangelisiert, nicht genug Zeugnis gegeben. Hey, du bist doch gar nicht ausgebildet genug. Du bist überhaupt nicht genug. Finger weg, ist nicht für dich. Sein Reden. Viele von uns kennen dieses Schreien des Feindes nur zu gut. Er will uns davon abhalten, das zu empfangen, was Gott für uns hat. Gott gibt uns was, aber so oft hören wir auf das Gequake des Feindes. Manchmal benutzt er andere Menschen dazu, die uns irgendwas erzählen, warum das nicht für uns ist, diese Segnung Gottes. Von diesen Leuten solltest du dich trennen. Manchmal sind es Gedanken, denen wir selber Raum geben, dass wir nicht dessen würdig sind und so weiter. Ja? Und ich habe darüber nachgedacht und ich möchte dir mal einige Beispiele weitergeben, um das Ganze so ein bisschen plastisch zu machen. Da kann es beispielsweise heißen, denk an deine Sünden, denk an dein Versagen, denk an dein Problem. Denk an das, womit du zu kämpfen hast. Denn das hier, diese Versorgung des Herrn, das ist nur für Bessere, das ist für Leute, die es geschafft haben, nicht für solche Loser wie dich, nicht für solche Versager, Stümper, Ungelehrte oder gar Laien. Nein, das ist nur für andere. Oder es heißt, anderer Aspekt, meinst du wirklich, also mal ganz wirklich, dass dieser Tisch allen Ernstes für dich ist? Hä? Dieser Tisch? Für dich? Also bitte, das ist doch für komplett andere Leute. Das ist doch nicht für dich gedacht. Bedien dich bloß nicht, das ist ein Vergehen. Das steht dir nicht zu. Was denkst du, wer du bist? Das ist doch völlig anmaßend. Oder der Feind sagt, wir warnen dich. Wir warnen dich, wenn du dich nach diesen Segnungen Gottes ausstreckst. Wir warnen dich, wenn du das nimmst. Weißt du was? Dann wirst du Schwierigkeiten mit uns bekommen. Nimm dich in Acht. Wir werden uns rächen. Wir werden dir Probleme machen. Wir werden dich jagen. Du wirst deine Anerkennung verlieren, deinen guten Namen, deine Reputation. Deine Mitmenschen, deine Mitchristen werden dich ächten. Sie werden vor dir warnen, man wird dich vielleicht als Fundamentalist bezeichnen oder als religiöser Spinner, als Verschwörungstheoretiker, als Gefahr, vielleicht sogar als Volksverhetzer oder sonst was. Als unverantwortlich, als jemand ohne Nächstenliebe und. Und manche von uns haben solche Aussagen über ihrem Leben schon gehört. Oder der Feind kreischt, Vorsicht! Das, was du dir nehmen willst, ist doch gar nicht von Gott. Das ist gefährlich, das vergiftet. Nicht nehmen. Denk doch mal nach. Denk doch mal nach. Das, was du dir da nehmen willst, das gab es doch nur in der Urgemeinde. Hat doch längst aufgehört mit den Aposteln. Ist nicht mehr für heute. Gab es nur damals. Verfallsdatum längst erreicht. Finger weg, hat aufgehört. Wir meinen es nur gut mit dir, wir warnen dich davor, streck dich nicht danach aus, ne, fass es gar nicht an. Oder raffiniert, sagt der Feind. Das ist auch etwas. Das kann ich, von meinem theologischen Hintergrund, aus dem ich komme, kann ich das gut nachvollziehen. Ja? Gott mag es gar nicht, wenn du dich nach diesen Segnungen ausstreckst. Ja, die sind da. Ne? Die sind da, ist richtig. Aber weißt du, er findet es viel, viel besser, viel demütiger, wenn du ihm zeigst, dass du hungrig bist, dass du durstig bist und dass du aushältst, dass du ausharrst, dass du verzichtest. Das ist nämlich sein Wille und das mag er. Zeig deine Stärke und deine Hingabe gerade darin, dass du nichts nimmst. Das ist es. Er mag es viel lieber, wenn du arm, schwach, krank, erfolglos, niedergeschlagen, hungrig bist. Das ist wahres christliche Leben, das ist der untere Weg. Jo, das ist es, was ihm die meiste Ehre gibt. Leider willig, ohne zu klagen. Und so mancher steht vor dem gedeckten Tisch und leidet willig, ohne zu klagen. Manchmal auch mitklagen. Eine andere Methode des Feindes ist, wenn sie schreien, sei doch nicht so gierig und unverschämt. Hey, kommst hierher, der Tisch ist voll gedeckt. Das heißt, die anderen, die vor dir kamen, haben sich ja auch nichts genommen, ne? Sonst wäre der Tisch ja schon leer. Lass das mal, was hier steht, für die anderen, die nach dir kommen. Sei bescheiden, das ist wahre christliche Tugend. Oder noch derber. Der Feind ruft dir zu, sag mal, glaubst du das wirklich? Glaubst du das echt? Ja, ganz real? Ganz real, dass es diesen Tisch hier überhaupt gibt? Hä? Glaubst du das? Hey, ist eine Traumbild, ein geistliches. Ein Hirngespinst, Fantasterei, Wunschdenken. Im übertragenen Sinn mehr so eine Art Fata Morgana, ne? Sei doch mal Realist, komm raus aus dem Tunnelblick. Sowas gibt es doch im 21. Jahrhundert nicht mehr. Derartige Versorgen und derartige Dinge. Sei Realist. Und stehst du da als Realist vor dem gedeckten Tisch und bedienst dich nicht. Oder du hörst, und das, denke ich, betrifft sehr viele Menschen, du bist nicht würdig, dir das einfach so zu nehmen. Du kannst dir das nicht einfach selber da so nehmen. Du brauchst einen Mittler. Du brauchst jemanden, der für dich aussucht, was da jetzt das Richtige ist, der Bescheid weiß, der einen Überblick hat. Schau doch mal, gerade ist vom Hirten die Rede gewesen. Der Hirte, der sucht das für dich aus. Der sagt, was du kriegst und was du nicht kriegst. Ne? So. Der nimmt dir die angemessene Menge, der teilt dir das zu, auch zu gegebener Zeit. Du bist das dumme Schaf. Er ist dazu berufen, ordiniert, befähigt, beauftragt. Von dir aus alleine nimmst du gar nichts. Du nimmst das, was dein Mittler dir gibt. Und wieder hast du das Problem, dass die Segnungen Gottes, die für dich da sind, ungenutzt bleiben, weil du auf das Reden des Feindes hörst und nicht das empfängst vom Herrn selbst, von ihm, von seinem Tisch, was er für dich hat. Und dann natürlich das, was am allermeisten verbreitet ist. Was am allermeisten verbreitet ist und wo die meisten von uns auch drauf reingefallen sind. Der Feind kreischt, hey, ess nur von dem Tisch, den wir für dich gedeckt haben. Wir haben nämlich auch einen Tisch für dich gedeckt. Wir haben auch ein Buffet aufgefahren. Hey, komm mal her und guck dir das mal an. Wir haben reich gedeckt für dich. Ein super Angebot. Ein super Angebot. Deine Feinde haben dir den Tisch gedeckt. Lass den Tisch des Herrn stehen und schau mal, was wir hier haben. Hier findest du beispielsweise Lüge, Propaganda, Manipulation, Angst, Furcht, Sorge, Geldnot, Schulden, Armut. Lauheit, Bequemlichkeit, Faulheit, Unglaube, Kleinglaube, Zweifel und so vieles mehr, Tratsch, Dummheit, Habgier und Geiz, bediene dich mit Hilflosigkeit, Ohnmacht, mit Mutlosigkeit, mit Menschenfurcht, mit Krankheit, Schmerzen und Gebrechen, mit Sucht, mit falschem Denken. Bedien dich mit Religiosität, mit Egoismus, mit Stolz, Hass und Unvergebenheit, mit Misstrauen, Eifersucht, Neid. Wir haben Flüche für dich aufgedeckt. Hier gibt es Undankbarkeit, Gewalt, Missbrauch, Hexerei, Ablehnung und. Der Tisch des Feindes, reich gedeckt. Der Feind hat ein reichhaltiges Angebot für uns aufgefahren. Und weißt du was? Eins ist giftiger als das andere. Doch so viele von uns haben davon gegessen. Ich gebe zu, nicht immer freiwillig, oft unfreiwillig. Und viele von uns essen immer noch davon. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Wir müssen als Kinder Gottes von dem essen, was der Herr für uns hat, und wegkommen von dem, was der Feind uns anbietet. Willst du das nehmen, was Gott dir anbietet? Oder wirst du auf das Geschrei des Feindes hören, im Tal des Todesschattens? Weißt du, du kannst vor der Quelle verdursten. Du kannst vor dem herrlichsten Buffet und dem großartigsten, überreich gedecktesten Tisch verhungern. Du kannst vor einem besiegten Feind kapitulieren und aufgeben. Und du kannst, obwohl du ein Kind Gottes bist, an den Segnungen und der Versorgung und der Gnade und all dem, was der Herr für dich hat, vorbeigehen. Glaubst du denn wirklich, dass Gott Gefallen daran hat, wenn du leidest? Wenn du krank bist, wenn es dir schlecht geht, wenn du schwach bist, arm, niedergeschlagen, besiegt, verschuldet, in Zwängen oder sonst was? Glaubst du wirklich, dass das Gottes Wille für dich ist? Lukas 11, Vers 11 bis 13 sagt Jesus: Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gott gibt uns nichts Schlechtes. Wenn du denkst, dass du Schlechtes aus der Hand des Herrn empfangen hast, dann ist bei dir irgendwas schief in deiner theologischen Wahrnehmung. Dann hast du wahrscheinlich zu viel auf das Gequake des Feindes gehört. Fang an zu nehmen von ihm. Fang an, von ihm zu ziehen. Fang an, von ihm zu empfangen. I receive von den Segnungen des Herrn. Bedien dich. Es ist seine größte Freude. Dafür hat er das doch alles gegeben. Dafür hat er doch das alles zur Verfügung gestellt, dir anvertraut, den Tisch gelegt. Das ist es doch. Nimm. Warum sonst sollte er dir den Tisch decken? Warum sonst sollte er das alles für dich aufbauen angesichts deiner Feinde? Es ist dein Tisch für dich angesichts deiner Feinde. In Römer 8, Vers 31 lesen wir die super bekannte Bibelstelle, die genau da reinpasst. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgen oder Hungersnot oder Blöß oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf. Mit anderen Worten, egal welcher Feind, wie immer er heißen mag, ja, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, uns wird abhalten können, uns von seinen Segnungen, die er für uns hat, zu bedienen. Halleluja. Dort an diesem Tisch ist völlige Versorgung. Alles, was du überhaupt brauchst, das ist für dich. Er hat dir den Tisch vorbereitet. Und nicht nur das, nicht nur das. Ja, dein Becher fließt über. Völlige Versorgung, völliger Segen. Und es wird von Salbung gesprochen. Die Salbung für die Gäste. Salböl. Er gibt sich selbst, den Heiligen Geist, für dich hin. Er salbt dich mit sich selbst, dem Heiligen Geist. Er ist in dir. Was für ein geniales Vorrecht. Und Güte und Gnade werden dir folgen. Jau! Egal, was der Feind fabriziert. Halleluja. Was für ein gewaltiger Inhalt in diesem Psalm 23. Jetzt möchte ich dir ein Gedicht vorlesen, und zwar Klaus Ebert. Der bringt häufig Bemerkenswertes auf den Punkt, indem er das einfach in Lyrik packt. Und da hat er hier den Psalm 23 genommen, wie er den sieht. Du bringst in mir alles ins Lot. Deshalb kenne ich so gar keine Not. Du bist wie eine Quelle für mich. In deiner Kraft will ich leben für dich. Dein Wort ist mein sicheres Geleit. Dein Name schützt mich weit und breit. Und muss ich durch die Dunkelheit gehen, nimmst du mir die Angst. Ich darf auf dich sehen. Du bist bei mir, lässt mich nie allein. In deinem Schutz darf ich sicher sein. Du führst mich auf all meinen Wegen und mutig gehe ich mit deinem Segen. An deinem Tisch finde ich Frieden und Ruhe. Der Feind schaut völlig machtlos zu. Mein Glas ist übervoll gefüllt. In deine Liebe bin ich ganz gehüllt. Deine Güte trägt mich durch alle Tage, du umgibst mich liebend in jeder Lage. Bei dir darf ich bleiben, für immer daheim, für immer in dir, nie mehr allein. Halleluja. Wir glauben, Psalm 23 ist der Psalm des Jahres 2023. Ja, wir denken, wir werden durch dieses Tal gehen, wir werden durch bedrängende Zeiten hindurchgehen, durch eine Schlucht. Wir denken, da wird es Bedrängnis geben, schwierige Zeiten. Wir denken, da werden Feinde uns gegenübertreten, ja. Aber gleichzeitig wird auch eben diese geniale Situation da sein, dass der Herr unser Versorger ist und dass er unser Hirte ist und dass wir kein Unheil fürchten. Halleluja. Yes. Sein Tisch, seine Salbung, seine Versorgung, seine Güte, seine Gnade sind nämlich da. Amen. In diesem Jahr 2023 und alle Tage unseres Lebens. Halleluja. Amen. Lass uns für diese großartige Entscheidung beten, weil wir müssen uns entscheiden zu nehmen. Wir können nicht einfach uns so in einem Vakuum bewegen, ja, will ich oder will ich nicht, sondern wir beten, dass wir nehmen aus seiner Fülle. Haben wir genommen, Gnade um Gnade. Yes, Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diesen gewaltigen Tisch gedeckt hast. Mit Segnungen unvorstellbarem Ausmaß, die für uns da sind. Yes. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir dürfen das nehmen, wie du selbst in deinem Wort sagst, dass wenn wir was von dir empfangen wollen, du wirst uns keine Schlange oder kein Skorpion oder sonst was geben. Du wirst uns etwas Gutes geben, du wirst uns das Richtige geben, du wirst uns genial versorgen. Herr, und dennoch sind so viele Leute, die auf das Geschrei des Feindes gehört haben und das nicht ergreifen, was du für sie hast. Das muss aufhören. Herr, ich bitte darum, dass du einfach eine Freudigkeit, eine Gelassenheit, ein Verständnis dafür uns schenkst, dass wir uns bedienen an deinem Tisch mit deinen Segnungen, die du für uns hast. Wir brauchen keinen Mittler, sondern du bist derjenige, der alles uns vorbereitet hat. Wir dürfen uns bedienen an deinen Segnungen. Und ich bete, dass wir kapieren, welches Buffet des Feindes es gibt mit seinem giftigen Zeug. Und dass wir verstehen, dass wir uns dort nicht bedienen müssen. Mit diesem falschen Denken. Ja? Mit all dem, was uns so verletzt und wehtut. Sondern wir dürfen uns bedienen am Tisch des Herrn. Ich bete, dass wir in diesem Jahr 2023 ein völlig neues Verständnis dafür bekommen und völlig mehr hineinwachsen in diese geniale Versorgung, die du für uns hast. Ich bete für uns alle, Herr, dass dieses Jahr 2023 ein Jahr wird, wo jeder Einzelne von uns immer mehr vom Tisch des Herrn empfängt und empfängt und empfängt und empfängt und gesegnet wird und gesegnet wird und gesegnet wird und weitergeht in der völligen Versorgung und der völligen Gnade, der völligen Liebe des Herrn. Herr, du hast so, so viel mehr für uns, als wir ahnen. Und dieses Jahr 2023, das soll uns da weiterbringen, dass wir mehr von dir empfangen. Yes. Herr Jesus, wir kommen zu dir, weil du bist unser Hirte. Und Herr, vielleicht sind jetzt hier Menschen im Livestream, die sagen, ich wusste es nicht oder man hat mich gedrängt und ich habe von dem Falschen genommen, ich habe von dem Falschen gegessen. Yes. Und es tut dir leid, dass du davon genommen hast, von dem Tisch, den der Feind dir so vor Augen gestellt hast. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass du den Herrn bittest. Yes. Dass er dich reinigt von diesem falschen Nehmen, von diesem Gift nehmen, von diesem falschen Benutzen, von diesen Süchten, den Bedrängnissen, von diesen Abhängigkeiten, yes. Dass du sagst, hey Jesus, ich weiß aus deinem Wort, so wir unsere Sünde bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du unsere Sünde vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Ja. Herr, wir gehen jetzt in diese Beziehung mit dir hinein und wir beten, dass du vergibst denen, die jetzt mit diesem Anliegen zu dir kommen. Wir beten, dass Vergebung freigesetzt ist, dass Neues freigesetzt ist. Und wenn diese Vergebung ausgesprochen ist und bereinigt ist, dann gibt es eine neue Chance, an den Tisch des Herrn zu kommen. Sich hinzusetzen, ja. In diese Gemeinschaft. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Herr, wir sprechen das aus. Für die, die das jetzt betrifft und die jetzt diesen Schritt wagen. In Jesus' name. Yes. Amen. Amen.